mit deinen Händen passiert? Ich hab gedacht, ich pack mir meinen Rucksack und hau ab. Weißt du, wie es ist, wenn du ganz allein in einer großen Stadt sitzt und kein Schwein kennst? Ist einfach nur beschissen. Das ist echt nicht fair. Ich muss dir was sagen. Erzähl. Schau mir in die Augen. Kleines. Als Kind wollte ich immer Schauspielerin werden. Was? Hast du echt geglaubt, sowas bringt mich aus der Fassung? Ich werde noch mit ganz anderen Dingen fertig. Und soll ich dir was sagen? Du bist echt krank. Ballin, Ballin! Geht doch! Ja. Was? Was? Reden euer eins nicht mit total charmanten, sympathischen, weltoffenen Menschen? Also das bin ich selber, da brauche ich sowas wie dich bestimmt nicht. Ich meine, du reist ständig hin und her, bist unterwegs. Ja, so ähnlich. Hm? Du bist Agentin. Du bist Reiseagentin. Unterwegs in der Welt. Scherz. Das hätte ich wissen müssen. Soll man nicht machen. Was? Leute verarschen? Nee, was? Fremden trauen. Ich will mit dir reden. Es geht um uns. Ja. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass... Wie sag ich das jetzt? Ist es was Ernstes? Kann man so sagen. Du guckst so ernst. Ja, es ist ja auch was Ernstes. Ja, was ist es denn?
Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Soll ich es vielleicht sagen? Wie willst du es denn sagen? Du weißt doch gar nicht, was ich sagen will. Ich glaube schon, dass ich das weiß. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das sage. Na, dann sag's doch. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht wie. Wir sollen endlich heiraten. Was? Nee, ich will, dass du ausziehst. Lasse, das ist der Job, der dich weiterbringt, verstehst du? Ja. Sie ist positiv. Du bist der Schwarm aller Teenager-Mädchen. Alle Mädchen zwischen 12 und 14 haben dich an ihren Wänden. Ich muss jetzt noch mal eben einen durchziehen oder so, ey. Sonst schaffe ich hier nichts. Frank, Till, Lasse, du bringst mich ganz durcheinander. Ja. Du bist schuld, dass ich wieder Migräneanfälle bekomme. Ja, natürlich. Ich war super gut drauf. Ich hatte eine Fastenwoche. Ich habe meditiert, ich habe Yoga gemacht. Bin ich 2 Tage mit dir am Set, liegen meine Nerven wieder blank. Es wäre gut, wenn sie das nicht ausstrahlen. Ich habe einen guten Ruf in der Branche. Danke.